Wie weit ist es eigentlich von Stebach bis nach Bad Lippspringer? Ist nicht mehr weit. Kommt gleich. Du, ich muss mal kurz in die Büsche. Kartoffeln abschütten. Ja, verstehe. Mensch, Fred, ist das schön hier im Westerwald. Mensch, Eddy, komm her! Du, das ist doch der Ted. Ted? Warum? Wieso denn? Da, ein Zettel. Pater Leppich hat recht. Mein Leben ist nichts mehr wert. Chesalex? Ja, guten Tag. Tag. Sie sind doch der Herr Bardorf. Ja. Bei Ihnen wohnt doch der Ted. Ja, und was seid ihr zwei für Vögel? Wir sind Freunde vom Ted. Ted, der Schlawiner, wo steckt denn der Kerl überhaupt? Schuldet mir noch 5 Mark Miete. Hat sich umgebracht. Was? Er hat sich im Westerwald erhängt. Ja, das ist schlimm, ja, weil wer zahlt die Miete? Wir würden uns das Zimmer vom Ted gerne mal anschauen, wenn's geht. Wären Sie damit einverstanden?
Na gut. Kommt ja, rein. Vielen Dank. Für die Kerle ist Freizeit Gift. Für die ist auch die 40-Stunden-Woche Gift, weil sie ja doch nichts mit der Freizeit anzufangen wissen. Du, was macht eigentlich der Ted? Der Ted? Er hat einen neuen Wagen. Und? Ist der schnell? Frage. Weißt du was? Gestern auf der Autobahn, da haben wir sie alle abgehängt. Und ob der schnell ist? Du, der Ted, der ist fantastisch. Moment mal. Ich höre was. Da kommt er ja, der Ted. Hallo! Hallo! Ja! Ah, ihr seid's! Eddy! Fred! Mann, das ist ja... Dollarwagen! Mensch, alter Schwede! Wo kommst du denn her? Bist ja braun wie ein Neger! Urlaub! Urlaub? Ach, natürlich! Verstehe. Wo warst du denn? Adria? Ja? Ach, was? Adria? Das ist doch was für Zurückgebliebene. Travemünde. Travemünde? Ostsee? Ja. Ja. Mensch, Weiberbucht. Ach so. Verstehe. Na und? Sagenhaft. Ich kann dir sagen, Wahnsinn. Ich könnte dir Sachen erzählen. Weiber gab's da. Dolle Masche. Erzähl schon. Na, was wohl? Wir haben die ganze Nacht gesoffen. Auf Teufel komm raus. Naja, weißt schon. Doller Urlaub. Bin restlos am Boden zerstört. Das muss ja wohl ein Dollarurlaub gewesen sein. Und wen haben wir da? Hallo Puppe! Ruhig Blut, Kleiner. Dürfen wir mal ein Stück mitfahren? Na klar, steigt ein. Jetzt geht's gleich los.
Stellt euch vor, der Wagen hat sage und schreibe 60 PS. So, Ted, dann wollen wir doch mal schauen, ob du was kannst. Hier, drück mal auf den Pinsel. Festhalten, Jungs. Jetzt geht's los. Und Tatsache ist ja doch wohl, ein Vergehen auf sexuellem Gebiet ist nicht bloß so ein kleiner Schönheitsfehler im Charakter eines Mannes. Ein sexuelles Versagen geht viel tiefer. So ein Schwachsinn. Ein Pin-Up-Girl taugt meist für die Ehe nicht. Es mag flott tanzen können und ein schickes Modellkleid tragen, aber wenn es als Hausfrau und Mutter versagt, weil es dafür zu Hause vielleicht kein Vorbild hatte, jagt ihr eine solche Frau später doch davon. Guten Tag zusammen. Hier, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das stimmt, wa? Herr Ober, zweimal herrengedeckt, bitte. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt, was der Ted uns erzählt hatte. Mensch, da kommt er ja. Wo? Es gibt es doch nicht. Schön. Vorsicht. Es kitzelt. Ja, das macht dir gut. So. Ja, wollen wir mal. Ja. Mal fühlen. Das sind Muskeln, was? Guck mal hier. Kommt her! Liegt zu mir, meine Täubchen! Ah, herrlich! Verdammte Scheiße!
Mann, das sind ja wunderbare Aussichten. Ja, du, da brauchen wir ja gar nicht mehr in die Berge zu fahren. Für diese, aber auch für alle anderen sexuellen Sünden gilt Folgendes. Ohne Beherrschung, ohne echte Askese, weißt wie man du sie noch, nennt, in Travemünde, geht es eben nicht. Ich kann mich noch genau erinnern. Die Heilige Schrift hat schon recht, dass man sich Gewalt antun muss. Ich spreche noch nicht einmal von den sexuellen Gangstern, die mit ihren Fraueneroberungen über Leichen gehen. Oft haben diese Kerle ein hübsches, bourgeoises Gesicht. Innerlich aber haben sie ein Krötenloch von Seele. Alle Schweinereien unter der Sonne sind in ihrem Wortschatz. Und wenn es um dreckige Witze geht, dann sind sie immer Wortführer. Ja, bitte. Ein Milchflip. Einen Milchflip? Bitte schön. Ja, guck mal da. Tolles Weib, die da. Was meinst du? Ach was denn? Komm, lass sie. Schönheitsköniginnen sind nur zum Anschauen da. Komm, lass uns lieber einen heben. Wir gehen rüber zur Bar, zum Eddy. Auf! Hallo Eddy, altes Haus. Na, wie geht's denn? Hervorragend! Was wollen wir machen? Lass uns einen heben. Oh ja, hör mal, ja? Mach uns mal drei richtig schöne Klare. Wollt ihr Slivovitz? Jawohl! Aber mit Musik, mein Schatz.
Ihr werdet sehen, das ist was ganz Besonderes. Na dann Prost! Prösterchen! Prost da! Teufelszeug! Boah. So, jetzt geht's erst richtig los. Nochmal das Ganze. Worauf trinkt ihr jetzt? Worauf? Auf dich, mein Kind! Hallo, Ted! Come on! Let's twist again! Heute tanzt du nur mit mir! Komm, Ted! Was? Was denn? Komm, Ted, lass sie! Hier geht's lang! Lass die Puppen tanzen, Alter! Was ist denn los, Ted? Nee, Süße, tut mir leid. Heute stehe ich auf blond. Es tut ihm weh, diesem Mädchen, wenn man es auf diese Weise abserviert und wegwirft. Es müsste eine ausgekochte Dirne sein, wenn ihm das seelisch nicht einen Knacks gibt. Jetzt geht mir ein Licht auf. Das gibt es doch nicht. Der Ted war in letzter Zeit völlig verändert. Wie denn verändert? Er ging gar nicht mehr vor die Tür und hat sich nur noch hier verkrochen. Diesen Pater Leppich sollten wir doch mal einen Besuch abstatten. Komm, auf! Das machen wir jetzt. Pater Leppich, öffnen Sie die Tür. Wir wissen, dass Sie da sind. Wer ist das denn? Ja, bitte. Guten Tag, Pater Leppich. Guten Tag. Wir kennen uns ja bereits. Ja. Nein, ich kenne euch nicht. Muss das denn sein? Ja. Na gut. Das ist gut. Na, kommt rein. Danke. Dankeschön. Was ist denn, meine Herren? Möchtet ihr euch vielleicht setzen? Ich habe allerdings nur einen Besucherstuhl. Nehmt doch diesen hier. So, meine Herren, was führt euch zu mir? Was habt ihr auf dem Herzen?
Der Ted hat sich umgebracht. Wo? Im Westerwald. Warum? Nachdem er Ihre Botschaft vernommen hat, kam er mit seinem Leben nicht mehr zurecht. Das ist sehr tragisch. Aber anlasten könnte mir ein solches Fehlverhalten nicht. Ein jeder Mensch ist für sein Leben selbst verantwortlich. Aber darf ich euch vielleicht etwas zu trinken anbieten? Ich habe allerdings nur ein Glas und ein kleines Fläschchen Sirup. Das Mischungsverhältnis müsst ihr allerdings selbst bestimmen. Schaut euch die Mutter eures Mädels genau an. Denn der Apfel fällt nicht weit vom Baume und wer das sexuelle Erlebnis, wie übrigens schon Lenin, mit seiner berühmten Schluckwassertheorie abtut, mit dem ist natürlich keine ernsthafte Diskussion mehr möglich. Hobby, Freizeit und Geselligkeit. Alles okay, meine Herren. Aber der Geist darf doch nicht absaufen. Bevor ihr euch wieder auf den Weg macht, möchte ich euch noch mein Buch mitgeben. Möge es euch ein wertvoller Begleiter in allen euren Lebensphasen sein. Gott zwischen Götzen und Genossen. Ich glaube, dieses Buch ist genau das Richtige für euch. Bitteschön. Guten Tag. Ja. Bitte schön. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, ist Dankeschön. Besser. Hm? Danke. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Pater Leppich. Ja, auf Wiedersehen. Und danke für dieses Buch. Und danke für das Getränk. Auf Wiedersehen. Boah, sauer.